Rubato. Der klassische Taktwechsel Vormittag. Heute im Rubato-Studio Christoph Wellner. Grüß Gott und herzlich willkommen zu diesem Rubato hier auf Radio Klassik Stephansdom. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Ein Opernwettstreit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Worum es dabei genau geht, wer mit wem worüber gestritten hat, das erfahren Sie im Laufe der nächsten Stunde von meinem Studiogast, vom Sopranisten Arno Argos Raunig. Musik in dieser Sendestunde, die hat mit diesem Opernwettstreit zu tun. Musik können wir dann heute präsentieren von Georg Friedrich Händel, Attilio Ariosti, Nicola Porpora, Riccardo Broschi und Johann Adolf Hasse. Wir hören die Arie des Arbace aus der Oper Artas Serse per questo dolce amplesso. Arno Argos Raunig. Das war ein Ausschnitt aus der Oper Arta Serse von Johann Adolf Hasse per questo dolce amplesso. Das war Arno Argos Raunig am Klavier begleitet von Paul Weigold. 11.06 Uhr ist es soeben geworden. Herzlich willkommen, Arno Argos Raunig, bei uns im Studio. Ein Opernwettstreit aus den Jahren 1734-35. Was ist das? Warum interessiert uns das heute noch? Naja, zuerst einmal, grüß Gott, guten Tag, 11.06 Uhr, was ich gesehen habe. Ja, ich fange halt einfach in medias res an. Warum interessiert uns ein Opernstreit? Händel, einer der berühmtesten Barockkomponisten aller Zeiten. Porpora, einer der berühmtesten Barockkomponisten. Hasse, einer der berühmtesten Barockkomponisten. Also da kommt einiges an fantastischer Literatur zusammen. Und dass diese Menschen dann doch gegeneinander gekämpft haben, mehr oder weniger, ist eigentlich ein interessantes Thema. Ist ja bis heute, dass es immer wieder Streits gibt in der Oper und es kennt wahrscheinlich jeder. Aber es ist ein Opernstreit, der eigentlich bewegend war in diesem ganzen Jahrhundert, weil Händel war der größte Impresario der Zeit. Und er hat eine riesige Opernkompanie in London gehabt und war dort, also die eigentlich in ganz Europa, die Größe für Oper. Und wie kommt es zu dem Streit? Es ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg, ist das geworden, über die Oper vom König, also Prince of Wales, das war der Sohn König Georgs II. In London, also in England. Und wie Söhne halt so sind, also offensichtlich haben sie irgendwie protestiert gegen den Vater, aber natürlich politisch nicht möglich.
was macht man? Ja, der König Georg II. War ein totaler Fan vom Händel und er hat auch diese Opernkompanie finanziert und das ist also alles von ihm getragen worden und das war staatstragend. Und der Sohn hat dann gedacht, naja, irgendwas, mein Vater, ich breche ein bisschen aus, ich mache eine Gegenoper, ich mache die Adelsoper. Und das haben sich viele Adelige zusammengeschlossen und haben das finanziert. Niccolò Barbera ist gekommen und ist eingeladen worden, also gegen Oper, gegen Händel ins Leben zu rufen. Ist aber dann eigentlich kläglich gescheitert, das war ungefähr 1733 und er ist kläglich gescheitert, weil Händels Opern, ich meine, wir kennen sie heute alle diese Opern, die jetzt dann kommen, Alcina, Ariodante sind berühmt, werden in der Staatsoper gespielt. Und Barbera hatte zu dem Zeitpunkt keine Chance und diese Adelsoper ist fast am Eingehen gewesen. Erinnerte sich Barbera, darf ich noch ein bisschen, bevor man das nicht. Erinnerte sich Barbera, ja, ich hatte ja den berühmtesten Schüler aller Zeiten, also in der Barockzeit, Farinelli, Carlo Broschi. Das, also er war ein super Megastar. So dasselbe, wenn ich heute ein Problem habe, denkt man, ja, wie kriege ich den Saal voll? Dann lad mal den Pavarotti ein, da kommen auf jeden Fall die Leute. Und ungefähr so war es. Also er hat Farinelli eingeladen und Farinelli ist nach London gekommen, um eben seinem Freund, seinem wirklich engsten Freund aus der Jugend, Barbera zu helfen gegen Händel. Noch einen kurzen Hintergrund. Der kurze Hintergrund ist folgende. Farinelli hat auch eine Revanche an Händel offen gehabt, weil Händel als Impresario ist durch Europa gereist und er war zweimal vorher in Italien, einmal 1729 und 1733. Es ist nicht ganz klar, wann Farinelli ihm vorgesungen hat, aber Farinelli hat ihm vorgesungen. Und Händel hat gesagt, naja, er ist perfekt und es ist fast wie eine Gesangsmaschine, aber ich brauche jetzt einen Menschen auf der Bühne und hat dann den Konkurrenten hier in diesem Opernwettstreit Cusanino, also Caristini, engagiert. Und das war natürlich für Farinelli auch ein Grund, naja, schauen wir, wie wir das mit Händel zusammenbringen. Ich bin sicher, im Laufe der nächsten Sendestunde werden wir noch einige Details zu diesem Opernstreit erfahren. Als nächstes aber dazu passend eine Einlage-Arie zu dieser Oper von Hasse, die wir gerade vorhin gehört haben, zum Artaserse. Bevor wir da starten, doch vielleicht noch eine kleine Frage. Das ist eine Einlage-Arie. Ja. Wenn Sie vielleicht kurz erklären können, was so eine Einlage-Arie bedeutet, wie das zustande gekommen ist und auch vielleicht charakterisieren, wie die klingt, was ist das Besondere an dieser? Naja, also das ist eigentlich die berühmte Farinelli-Arie, Son Juan Ave, die sein Bruder für ihn extra geschrieben hat. Einlage-Arie, Hasses Oper ist als Rahmen verwendet worden und mehr oder weniger war es wie ein Pasticcio, es war im Prinzip wie eine Gala, wo man verschiedene Arien mit eingebaut hat in diese Oper. Also Händel hat ein komplettes Opernkonzept gehabt, er hat zum Beispiel Alcina auf die Beine gestellt mit Dramaturgie und mit allem und diese Hasse Artaxerxes ist als Gerüst genommen worden und es sind einfach wahllos Arien, die dazu passen, hineingestellt worden, die auf Farinellis Gurgel gepasst haben und die er natürlich perfekt singen konnte. Ich weiß nur, also, dass allein Farinelli hier 10 Arien zu singen hatte und ein Duett. Und das ist natürlich dann der zweite, also Senesino war dabei und andere berühmte Sänger, die haben dann weniger gesungen, weil er war ja der Superstar und er musste am meisten singen. Und diese Son Juan Ave-Arie war seine Bravour-Arie, die er Zeit seines Lebens gesungen hat und so weiter und mit der er dann dieses Londoner Publikum zur Raserei und zum Wahnsinn gebracht hat und wo dann eine Dame umgefallen ist, ein Gott, ein Farinelli, von da kommt der Ausspruch. Aufgrund eigentlich, ich meine die Arie, Sie werden es hören, sie springt, sie hat Koloraturen und alles. Was ich nicht gemacht habe, der erste Ton, das kann man heute auf Platte eigentlich nicht machen, im Konzert macht man den Spaß. Farinelli hat dieses erste G, diesen ersten Ton, begonnen lang auszuhalten. Also er hat mit Messa di Voce im vollsten Pianissimo lauter und wieder ins vollste Pianissimo zurück. Und das Ganze eine Minute oder länger. Und die Leute haben sich gefragt, wo kommt die Luft her? Wie kann er atmen? Wie schafft er das? Und allein von diesem Ton sind die Leute wahnsinnig geworden. Vielleicht ein anderer Musikgeschmack.
Wenn ich heute anfange, einen Ton 1,5 Minuten zu singen, fragen sich die Leute im Konzert, was soll's, wir gehen wieder nach Hause. Das heißt, ich fange mit der Farinelli-Arie im Konzert an zum Beispiel. Und dann sage ich so, stellen Sie sich jetzt den Farinelli vor, der macht das 1 Minute, ich gehe nur ganz kurz darüber und trinke ein Glas Wasser und danke vielmals und dann geht die Arie los. Thank you.
Arno Argos Raunig, das war die Einlage-Arie Son qual nave, komponiert von Riccardo Broschi, die Einlage-Arie zu Hasses Oper Arta Serse, am Klavier begleitet von Paul Weigold. 11.21 Uhr ist es, Sie hören einen Rubato heute mitten im Opernwettstreit 1734-35 befinden wir uns. Diese Arie hat Farinelli gesungen. Im Opernhaus von Nicola Porpora hat, wie wir vorhin gehört haben, die Londoner im positiven Sinne wahnsinnig gemacht. Ja. Aber wie ist es dann weitergegangen? Na gut, nachdem alle in London in Ohnmacht gefallen sind und natürlich alle zu Farinelli und zu Porpora laufen mussten und zu Hasses Oper, die ja fast schon eine Nebenrolle gespielt hat, man ist ja auch eine wundervolle Oper mit tollen Stücken drinnen, hat Händel versucht, dagegen zu halten und so weiter. Und er hat eine seiner heute wohl schönsten Opern und berühmtesten Opern, Alcina, herausgebracht. Gibt es natürlich jetzt für Alcina, und das Publikum hat es nicht gutiert. Sie sind natürlich alle zu Farinelli gelaufen und Händel war, also er war komplett out. Was vielleicht heute wieder ein anderer Unterschied ist, Händel ist total im Kommen und seine tollen Opernsachen, also ganz egal, ob es Cäsar ist, ob Alcina oder Ariodante, werden immer mehr gespielt. In Alcina, ich nehme an, wir hören als nächstes Verdi Prati, das ist wohl eine der berühmtesten, schönsten Opern für Kastraten, die Arie des Ruggiero. Und der Konkurrent, der Kastratenkonkurrent von Farinelli zu der Zeit war Cusanino, also Caristini, den Händel vorgezogen hat, dem Farinelli in Italien. Also er hat der singt Verdi Prati und wollte diese Arie nicht singen. Es hat mehr oder weniger zu Händel, ich kann das nicht singen und das ist zu einfach, weil die Kastraten mussten ja, wie wir gesehen haben, Son qual nave, Koloraturen, Sprünge, lange Töne, tief, hoch und Verdi Prati ist eine gefühlvolle Arie. Also da kann man vielleicht stimmlich nicht das Wahnsinnspotenzial zeigen, aber man kann zeigen, ob man Musiker ist, ob man ein musikalisches Verständnis hat oder nicht.
Und Caristini wollte das nicht singen am Anfang und hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, ebenfalls in Konkurrenz mit Farinelli. Und er wollte schon abreisen, aber mehr oder weniger hat Händel ihn in seiner netten, lieben Art, wie er mit den Sängern umgegangen ist, du Hund, du Elender, du wirst es singen, weil ich weiß, was du besser zu singen hast. Also ungefähr auf Englisch wird das gesagt haben und nicht so wie ich in Umgangssprache. Aber Händel war recht rüde mit seinen Kastraten. Caristini hat das gesungen, aber es ist zu diesem Zeitpunkt nicht so ein Erfolg geworden, weil natürlich alles der Tollheit des Farinelli und dieses sängerischen Wahnsinns zum Opfer gefallen ist. Musik von Georg Friedrich Händel aus der Alcina Verdi Prati, hier gesungen von Arno Agus Raunigam, Klavier begleitet von Matthias Krampe. 11.29 Uhr ist es, in Kürze eine Minute vor halb zwölf. Sie hören einen Rubato und es geht heute um den Opernwettstreit in London in den 1730er Jahren. Wir haben jetzt eine lyrische Arie gehört und auch die Geschichte im Vorhinein schon von Arno Agus Raunig gehört, dass das etwas war, was Kastraten eigentlich nicht so gerne singen wollten, weil sie gewohnt waren, ihre Virtuosität darzustellen. Und ganz zu Beginn der Sendung haben wir gehört, dass Farinelli für diese Artaserse-Oper von Hasse 10 Arien plus ein Duett gehabt hat. Also ein unheimlicher Aufwand, das auf der Bühne auch darzustellen. Wie war denn damals die Ausbildung? Naja, die Ausbildung, also das war das erste Mal vielleicht in der Musikgeschichte oder in der Musikhistorie, dass also Menschen eine total fundierte, von Kindheit an fundierte Ausbildung hatten. Ich meine, mein Vorteil war, ich war bei den Wiener Sängerknaben, das ist in etwa dasselbe. Naja, da hast du auch von Kindheit an eine fundierte Ausbildung. Und Farinelli zum Beispiel, Caffarelli zum Beispiel, waren ja Schüler von Porpora. Hat es dann andere berühmte Lehrer gegeben in Italien. Es gibt nur eine lustige Geschichte mit dem Caffarelli zum Beispiel. Ob sie wirklich definitiv verbürgt hat, aber es gibt dieses Notenblatt, das liegt in London und es ist auch jetzt überall kopiert und man sieht es im Internet, wie Porpora seinem Schüler Caffarelli das Singen gelernt hat. Die beginnen mit einem Ton und er musste jeden Tag diesen Ton singen. Dann kommt ein zweiter Ton dazu und das geht Monate. Dann kommt ein dritter dazu. Im Endeffekt, also
Bis 6 Jahre hat Caffarelli an diesem Notenblatt geübt und war schon ganz verzweifelt und gesagt, ich will singen, ich habe eine gute Stimme und ich bin hundertprozentig ein toller Sänger. Und Barbara hat gesagt, lass dir Zeit, ich sag dir, wann du fertig bist. Also nach 6 Jahren endlich hat Barbara gesagt, so, du bist jetzt fertig, du bist der beste Sänger der Welt. Caffarelli ist in die Welt gegangen und wurde zum besten Sänger neben Farinelli, sagen wir es einmal so. Das heißt, sie hatten eine total extreme Ausbildung, also in diesen ganzen Schulen und so weiter in Neapel, also eine harte Ausbildung. Manche haben das stimmlich auch nicht durchgehalten. Manche mussten auf den Jahrmarkt gehen und mussten die Jahrmarktschreier überschreien mit ihrer Stimme um das Krafttraining. Natürlich, wenn eine Stimme das von vornherein, also die Qualität nicht da ist, dann ist es chancenlos, weil die Stimme dann in kürzester Zeit kaputt ist. Aber diese Kastraten, die das überstanden haben, die alle diese Torturen hinter sich gebracht haben, waren die Superstars ihrer Zeit. Und es gibt nicht so viele berühmte Namen aus der Zeit. Ich meine, das sind vielleicht 20 Superstars, die dann so verdient haben, dass sie Schlösser, Herzogtümer mehr oder weniger, dass sie die größten Orden, wie Farinelli, Kalavatrava Orden bekommen hat. Einfach, weil sie dann so gefragt waren und weil das so außerordentlich in der Stimmtechnik und mit allem war. Mit diesen langen Tönen, was wir vorher hatten, haben die Leute gerätselt, wie kann es sein, er muss einatmen. Dann haben die gesagt, er hat eine eigene Technik, wo er singt und gleichzeitig einatmet. Also es war niemand hat gewusst, es ist also Fantasien sind entstanden, was ist mit diesen Stimmen. Und wo haben dann diese Sänger, wenn wir jetzt gehört haben, Caffarelli, singt über Jahre immer nur einzelne Töne. Fertig ist dann eine Stimmmaschine, etwas perfekt Trainiertes, ein Stimmathlet. Wo ist dann die Musikalität hergekommen, die man für Verdi Prati zum Beispiel das braucht? Das ist die große Frage. Ich meine, sie haben auf jeden Fall nebenbei, also das ist ja nur eine Geschichte, die aufgeblasen wird, dass der nur dieses Notenblatt, weil wenn du nur 6 Jahre da singst und keine Interpretation, keine Arien singst, ich meine, wo sollst du dann die Interpretation hernehmen? Also sie haben hundertprozentig nebenbei natürlich ein hartes Studium, ein musikalisches. Die konnten alle Cembalo spielen, alle Instrumente. Sie haben komponiert, Farinelli selbst hat komponiert. Es gibt einige Arien von ihm. Gesungen habe ich schon was davon. Wunderbare Arien. Also sie waren verflucht musikalisch zu ihrer Zeit. Und dieses Gefühl, das Einzige, was die Kastraten eben hatten, sie wollten vor allen anderen glänzen. Sie wollten natürlich die Konkurrenten ausstechen. Wie kannst du es? Die höchsten Töne, die tiefsten Töne, die größten Koloraturen und ich kann es noch schneller und noch. Und Farinelli war dafür berühmt, dass er so schnell die Koloraturen gesungen hat, dass das Orchester nicht mitgekommen ist mit dem Spielen und sie natürlich fertig waren. Es ist ja ein Wahnsinn, wie kann jemand so singen? Und sie waren natürlich alle etwas beschämt, weil sie nicht mitkonnten mit ihm, als Instrumentalisten. Und das Verdi Prati, was wir hörten, ist eben eine total gefühlvolle Arie und deswegen war Caristini wirklich eigentlich böse und wollte das nicht, weil er kann nichts zeigen. Er kann nicht zeigen, dass er auch Koloraturen kann, dass er das und das und das singen kann. Von Farinelli gibt es noch eine Geschichte, dass er einen ziemlich prominenten Kritiker gehabt hat, der ihm gesagt hat, er möge ein bisschen mehr Gefühl. Das war eigentlich der letzte Impuls dieses großen Kastratensängers. Er war in Wien, Kaiser Karl VI., sehr musikalisch, war ein Freund Farinellis, war ein Fan Farinellis und er liebte seine Stimme. Und die haben zusammen musiziert, zum Beispiel Kaiser Karl auf dem Cembalo, Farinelli hat gesungen. Und das war vor dem Opernwettstreit, muss ungefähr um 1731, 1730 gewesen sein. In Wien und Kaiser Karl VI. Sagt zu ihm, du kannst alles, fantastisch, wunderbar, diese Stimme, diese Koloraturen. Und wenn du jetzt noch mit Gefühl singst und das, was du hier transportierst, auch noch mit Gefühl rüberbringen kannst, dass du Musik machst in dem Sinn, dann bist du unschlagbar der Größte. Und das war vor London. Und dann war er in London und dann hat er natürlich auch nicht nur die Koloraturen und alles das, wo er vorher doch mehr ein Akrobat der Stimme war und das immer gezeigt hat. Gibt es auch die ganzen Geschichten mit den Trompeter, wer hält den Ton länger aus und er hat einen Trompeter ruiniert, der konnte den Ton nicht. Also alle diese Geschichten, die es da gibt. Und dann war er auch noch ein Gefühlssänger und nicht nur eine, wie soll ich sagen, ja, Gesangsmaschine ist abwertend, das ist gemein.
Das war Musik von Attilio Ariosti, Fortunate passate mie bene. Eine Einlage-Arie des Arbace, auch wieder zur Oper Arta Serse von Johann Adolf Hasse. Also Musik, die Farinelli in London gesungen hat. Sie hören ein Rubato. Es geht um den Opernwettstreit 1734-35 in London. Mein Gast heute Arno Agus Raunig. Er hat eine CD veröffentlicht, die Farinelli vs. Händel heißt. Alle diese Stücke, die Sie in dieser Sendung heute hören, sind auf dieser CD enthalten. Was war denn das Faszinierende an diesen Kastraten? Das waren ja wohl die absoluten Superstars der Musik, der Oper in diesen Jahren. So war's. Also die waren die Tenöre unserer heutigen Zeit, könnte man sagen. Das Faszinierende, ich meine, es ist die Diskrepanz wahrscheinlich auch. Es ist etwas Verbotenes. Kastration ist ja etwas total nicht Normales und dass man das mit Menschen macht, ist sowieso etwas Widersinniges. Aber die Musik hat es produziert. Es ist eigentlich entstanden daraus, dass man früher Knaben verwendet hat. Man hat zwar in der Kirchenmusik Knaben verwendet, aber was passiert mit Knaben? In dem Moment, wo sie beginnen, Musikalität zu fühlen, wo sie so viel gelernt haben, dass sie etwas interpretieren könnten, dass sie tolle Arien singen könnten, haben sie Stimmbruch und damit ist die hohe Stimme weg und alles ist verloren. Und die Lehrer und Professoren, Kapellmeister mussten wieder von vorne beginnen. Dann hat man es mit Voci Bianche, mit Counter, also früheren Countertenören probiert und so weiter. Und es waren nicht die kraftvollen Stimmen dieser Zeit. Also da hat es auch diese Ausbildung vor den Kastraten noch nicht so gegeben. Und dann ist man eben auf die Kastration gekommen. Weil die Stimmen halten sich ein Leben lang, sie werden vielleicht manchmal tiefer, also es hat Kastraten gegeben, die haben als Sopran begonnen und als Altisten aufgehört. Das ist ja das, warum mich die Leute heute, ja, warum sagst du Sopranist zu dir? Weil ich einfach unterscheiden will, auch als Countertenor, es gibt hohe Stimmen, die singen hohe Arien. Farinelli war ein Sopranist, Kastrat, also ein Soprankastrat seiner Zeit. Und dann gibt es Altisten. Ich erinnere mich, Kowalski zum Beispiel, ist nur ein Beispiel aus meiner Frühzeit, wie ich angefangen habe. Der war ein Altist. Also man muss eigentlich unterscheiden, man kann das nicht in einen Topf werfen. Die Faszination der Stimmen, sie waren also nicht nur laut, sie haben auch die Frauenstimmen übertroffen. Es war Härte in der Stimme, es war Metall in der Stimme, es war die totale Weichheit und Sanftheit in der Stimme. Es gibt Beschreibungen, es rieselt silbrig die Wände runter in der Kirche. Also das hat, es gibt keine Aufnahmen. Ich meine, es gibt Moreschi und das ist nicht mehr so, dass man es unbedingt heute haben will, aber diese Beschreibungen von berühmten Leuten wie Stendhal und alle, die über das geschrieben haben, sie waren fasziniert und auf der anderen Seite haben sie es abgelehnt. Sie wurden in den höchsten Gesellschaften behandelt, also wie Götter behandelt, nachdem sie gesungen haben und nachdem das alles erledigt war, sind sie manchmal mit einem Fußtritt hinaus transportiert worden, so jetzt wollen wir mit ihnen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Bei den Frauen auch ein unheimlich interessantes Thema. Sie waren natürlich oft gefragt als Sänger in Boudoirs von Königinnen, von hohen Persönlichkeiten, inwieweit, und haben natürlich Einfluss genommen auf das Geschehen dieser Zeit. Zum Beispiel, ich meine, Farinelli war nach dem König in Spanien, nach Kaiser Karl V.,
die wichtigste Persönlichkeit in ganz Spanien. Und Spanien war damals ein Weltreich. Das heißt, er war so mächtig und einflussreich. Wenn er etwas vorgeschlagen hat, ist das vom König angenommen worden. Weiß, da gibt es eine Geschichte, die sage ich dann nachher noch ganz kurz. Gut, dann war schon der Hinweis auf die... Es ist ein Thema, das hört nicht auf. Es verwebt sich in sich, und wenn wir beim Opernstreit sind, sind wir natürlich dann automatisch wieder in Italien und in Spanien und auf der ganzen Welt. Und ich meine, bis Russland sind die Kastraten gekommen. Ein Kastrat, Balatri, hat vor dem Tatan-Khan gesungen, der wollte ihn kaufen, weil sowas hat er noch nie gehört, und er hat ihn gefragt, naja, Wie ist das passiert? Und wir sind ja gesagt, ich bin also aus einem Ei geschlüpft. Die Händeln haben mich auf die Welt gebracht. So. Also es gibt die verrücktesten Stories. Ein Name ist heute schon sehr oft gefallen, Nicola Porpora. Von ihm wollen wir jetzt einen Ausschnitt hören aus seiner Oper Polifemo, Alto Giove. Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Arie Alto Giove, komponiert von Nicola Porpora aus seiner Oper Polifemo, gesungen von Arno Agus Raunig. 11.48 Uhr, wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Das heißt, wir wollen auch wissen, wie dieser Opernstreit ausgegangen ist. Das Thema unserer Sendung, der Opernstreit zwischen Händel und Porpora, zwischen Händel und Farinelli in London 1734-35. Naja, wie geht ein Streit aus? Meistens beide Parteien zahlen drauf, in gewisser Weise. Vielleicht heute nicht mehr, weil wir tolle Musik haben. Es war dann so, also Händel ist verzweifelt gewesen, er ist nicht dagegen angekommen und sein Opernunternehmen ist mehr oder weniger gescheitert. Händel hat sich später dem Oratorium zugewandt, es ist ihm körperlich sehr schlecht gegangen, hat einen Schlaganfall gehabt, also er war eigentlich am Ende, obwohl er sich dann wieder aufgerafft hat und eben mit Oratorien wieder zur alter Größe gekommen ist. Aber ebenfalls der Adelsoper, der Konkurrenzoper, die ja den Händel vernichten wollten, denen ist es auch nicht besser gegangen. Die Gagen Farinellis waren so extraorbitant, also er hat wirklich alles eingestreift, was nur an dem Theater an Geld möglich war, sodass auch dieses Opernunternehmen unfinanzierbar war. Und nachdem 1735 und 36, also das einfach alles auseinandergefallen, Hasse ist weggegangen, Porpora hat die Flucht ergriffen, Farinelli ist vielleicht nach 3 Jahren des großen Hypes und des Wahnsinns um seine Stimme, ist es doch etwas ruhiger geworden, weil er hat eh schon überall gesungen, es war dann genug, das ist dasselbe, wenn hier jemand jeden Tag singt, dann ist es auch ausreichend. Und dann dachte sich Farinelli, ja, was mache ich jetzt, ich bin reich, ich habe viel Geld, und er hat eine Einladung aus Spanien bekommen, ist zu König Karl V. in Spanien gekommen, was natürlich wieder eine Wahnsinnsgeschichte ist, der immer wieder leicht umnachtet war, wenn man es so ausdrücken kann. Und die Gattin des Königs hat Farinelli im Nebenzimmer in der Nacht einmal singen lassen und der König hat das gehört und fantastisch, was ist das, engelsgleich, was ist das für eine Stimme? Also, und ist eigentlich aus seiner Depression und aus den schwersten Depressionen wieder erwacht und hat begonnen zu regieren. Und so ist Farinelli für ihn unentbehrlich geworden und hat jede Nacht 4 gleiche Arien, unter anderem eben Song Qualnave und also eine zweite Arie, die wir hatten, gesungen für den König. Und der König war total begeistert und Farinelli ist eigentlich nie mehr wo aufgetreten. Ein einziges Mal, aber das ist nicht mehr der Rede wert. Danke, Arno Agus Raunig, für diesen Bericht über den Opernwettstreit des Jahres 1734-35. Mit einer Bravour-Arie von Georg Friedrich Händel wollen wir uns verabschieden aus der Alcina, Stanel Irkana. Il cacciatore, il crestagno,
Nell'Ircana, die Arie des Ruggiero aus der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel, Arno Agus Raunigan, Klavier begleitet von Midori Ortner. Das war ein Rubato rund um den Opernwettstreit 1734-35. Alle Informationen dazu und auch zur neuen CD von Arno Agus Raunig auf unserer Homepage www.radioklassik.at. Rubato, der klassische Taktwechsel, Vormittag. Eine Sendung von Christoph Wellner.